Das ist was, was wirklich jede Spielerin, aber eigentlich schon seit Jahren auch sagt, dass sie ein außergewöhnlich gutes Klima in der Mannschaft haben, dass sie sich wirklich gut verstehen, dass jeder dem anderen den Erfolg gönnt. Da ist natürlich ein Faktor die Kaderbreite, wenn alle fit sind, wenn alle fit sind sowieso. In diesem einen Spiel am Samstag, da wird es dann vielleicht doch eher darauf ankommen, wer die individuelle Qualität besser auf den Platz bringen kann. Das Spiel am Samstag wird dreckig am Boden und künstlerisch in der Luft entschieden. Alles normal hin- und hergeschiebe, das wird es nicht geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL, der Talk. Am Samstag ist es soweit, das Topspiel in der Bundesliga. Der Zweite empfängt den Ersten, die Bayern gegen Wolfsburg. Die Bayern können vorbei mit einem Sieg am VfL. Es wird, es kulminiert alles da am Samstag dann in dieser Bundesliga-Saison und wir freuen uns mega drauf. Und bevor ich jetzt lange drüber rede und noch mehrere Worte verliere, schauen wir doch einfach kurz rein in unseren Heißmacher, den wir für euch vorbereitet haben für dieses Topspiel. Rot und Grün, die dominanten Farben im Meisterkampf. Das ist schon eine brutale Qualität. 10 Jahre pure Rivalität im Ring um den Titel. Die sind so eiskalt. Das Spiel der Spiele. Technik, Tore, Leidenschaft. Und er ist drin! Was für ein Tor! Bayern gegen Wolfsburg, das Farbenspiel der Extraklasse, live bei Magenta Sport. Ja, ich denke, wer nicht heiß ist auf den Samstag, der hat den Fußball nie geliebt oder so ähnlich. Die Bayern gegen Wolfsburg und vor diesem Spiel spreche ich jetzt in dieser Ausgabe von FFBL der Talk mit Christian Stübe vom Münchner Merkur. Der ist ganz nah dran an den Bayern. Ich spreche mit Andreas Pahlmann vom VfL Wolfsburg. Der ist ganz nah dran an den Wölfinnen und natürlich ist auch unsere Expertin Katrin Lehmann mit dabei. Deswegen jetzt viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe FFBL der Talk zum Topspiel. Ja, dann freue ich mich jetzt, Christian Stübe begrüßen zu dürfen vom Münchner Merkur. Herzlich willkommen bei uns im Talk. Hallo, grüß dich. Hi. Schön, dass du Zeit hast für uns. Du kennst dich wunderbar aus mit dem FC Bayern. Du bist da jeden Tag mit beschäftigt. Dementsprechend kannst du uns sagen, was du so denkst vor diesem Spitzenspiel jetzt am Samstag. Die Bayern sind super drauf. Du hast das hautnah begleitet. Du hast natürlich auch den VfL Wolfsburg auf dem Schirm. Was würdest du sagen? Sind dieses Jahr die Bayern vielleicht mal wieder dran mit der deutschen Meisterschaft? Das ist natürlich schwer zu sagen. Also das Spiel am Samstag ist aus meiner Sicht völlig offen. Aber Anfang März hätte noch niemand gedacht, dass die Bayern-Frauen so nah wieder rankommen. Also die Niederlage von Wolfsburg gegen Hoffenheim war völlig überraschend. Von daher ist natürlich das Momentum jetzt schon so ein bisschen auf der Seite der Bayern-Frauen, die auch ein Heimspiel haben. Und ich denke schon, dass die Wolfsburger Niederlage ihnen nochmal ordentlich extra Motivation gegeben hat, das Spiel jetzt am Samstag dann auch mit Vollgas anzugehen und vielleicht auch zu gewinnen. Ja, du hast mit Tyver Hansen und Lea Schüller auch gesprochen jetzt in den letzten Tagen. Ging es da auch dann darum, wirklich um diese Niederlage der Wolfsburgerinnen? Was haben die dazu gesagt? Ja, also Tyver hat zum Beispiel gesagt, sie haben das Spiel geschaut im Mannschaftsbus und waren da wirklich auch total überrascht. Und alle hat richtig gute Laune auf der Auswärtsfahrt nach Bremen gesorgt. Und sie hat dann jetzt auch gesagt, also wir haben es jetzt selbst in der Hand. Wenn wir alle Spiele gewinnen, sind wir Meister. Das ist eine Chance, die haben wir jetzt bekommen und die wollen wir auch nutzen. Also du sprichst dann auch regelmäßig mit einzelnen Spielerinnen, du bist nah dran an der Mannschaft. Wie ist denn deine Einschätzung, wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Das ist ja so ein ganz entscheidender Faktor auch dann, wenn es darum geht, Titel zu gewinnen. Wie versteht man sich untereinander? Hast du das Gefühl, da passt alles bei den Bayern? Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, was wirklich jede Spielerin, aber eigentlich schon seit Jahren auch sagt, dass sie eine außergewöhnlich gutes Klima in der Mannschaft haben, dass sie sich wirklich gut verstehen, dass jeder dem anderen den Erfolg gönnt. Und das glaube ich Ihnen auch. Also das ist ohne Zweifel so. Und gerade jetzt im Moment ist die Stimmung wirklich gut. Also sie sind wirklich relativ schwierig in die Saison gestartet. Sie hatten keine richtige Vorbereitung mit dem neuen Trainer. Sie mussten eine Spielerin wie Georgia Stanway integrieren, die wie die deutschen Nationalspielerin auch das EM-Finale gespielt hat. Da waren wirklich nur wenige Tage Zeit. Und im Prinzip geht es die ganze Saison schon bergauf. Also es gab da mehrere Schlüsselerlebnisse, würde ich sagen. Also zum einen, als sie in Benfica Lissabon 0-2 zurückgelegen haben und noch 3-2 gewonnen haben, am zweiten Spieltag der Champions League. Das war ein Spiel, ja. Du. Ja. Ich glaube, das hätten sie vielleicht letzte Saison so noch nicht geschafft. Also ich glaube, dass das wirklich eine neue Qualität der Mannschaft ist. Also wo sich auch die einzelnen Spielerinnen weiterentwickelt haben und wo auch der neue Trainer seine Ideen wirklich umsetzen kann. Also wo sie wirklich dann auch ruhig bleiben und auf sowas reagieren können. Und dann natürlich der 3-1-Sieg gegen Barcelona. Also da hat dann auch Lea Schüller gesagt, das hat ihnen wirklich richtig Selbstvertrauen gegeben. Das hat ihnen gezeigt,
dass ihre Idee, ihr Ansatz wirklich auch gegen die beste Mannschaft der Welt funktioniert und dass sie jeden schlagen können und eben auch Wolfsburg jetzt. Welche Rolle spielt für dich der Trainer da? Es gab ja letzte Saison so am Ende so ein bisschen Probleme mit Jens Scheuer, da hat die Kommunikation nicht mehr so ganz funktioniert. Es ist schon auch nach draußen gedrungen, dass Alexander Strauß da ganz anders ist, dass der eine andere Ansprache hat. Wie hast du ihn erlebt bisher in seiner Zeit in München? Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Also er ist halt ein super kommunikativer Typ. Also ich habe auch schon 2-3 Mal mit ihm gesprochen. Er gibt auf jede Frage eine extrem ausführliche Antwort. Er nimmt sich Zeit und selbst wenn das Interview vorbei ist, hat er noch Lust weiterzureden, stellt Gegenfragen. Und da kann man sich auch wirklich vorstellen, dass er eben sehr viel mit der Mannschaft spricht und auf jede einzelne Spielerin auch eingeht. Und dass das eben auch für die gute Atmosphäre mit sorgt und dass seine Idee zu spielen sich eben auch immer mehr verfestigt. Lass uns mal auch über die einzelnen Spielerinnen sprechen. Ja. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, Saki Kumagai, weil du die Defensive auch gerade angesprochen hast. Ja. Sie ist eine Weltklasse-Spielerin, sie hat eine total gute Übersicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, sie könnte so ein bisschen über ihren Zenit hinaus sein. Denkst du, sie ist so einem Spitzenspiel, wie jetzt am Wochenende auf uns zukommt, noch gewachsen? Das denke ich auf jeden Fall. Also du bist da schon, liegst da schon richtig. Also es ist so, also sie wurde ja eigentlich fürs defensive Mittelfeld geholt. Da hat sie eigentlich fast nie gespielt. Also da war sie immer nur, wurde sie von anderen verdrängt. Und auch in der Innenverteidigung hat zuletzt immer Tainara neben Clodis Ligostotje gespielt. Also da hat sie schon so ein bisschen ihren Stammplatz verloren und sie ist vielleicht wirklich nicht mehr die Weltklasse-Spielerin mehr, die sie war. Aber sie ist auf jeden Fall eine super wichtige Ergänzungsspielerin und ich denke auch, dass sie für das Spiel am Samstag absolut noch also gut genug ist, um da wirklich eine gute Leistung auch zu zeigen. Wenn wir mal eine Position weitergehen in der Viererkette, rechts hinten, da gab es natürlich einen großen Aufschrei und große Bedenken auch, als sich Julia Gwynn verletzt hat, so schwer und dann jetzt eigentlich die ganze Saison bis jetzt noch nicht spielen konnte. Aber Maximiliane Rall auf dieser Position macht sie so ein bisschen vergessen, oder? 3 Tore, 1 Vorlage. Schon gute Werte auch. Also auf jeden Fall. Die hat eine super gute Hinrunde gespielt und ist halt auch eine super flexibel einsetzbare Spielerin. Und jetzt dadurch, dass eben Tyber Hansen hinzugekommen ist, gibt sie eben auch Alexander Strauß eine Möglichkeit, in der Offensive auf dem Flügel links und rechts zum Einsatz zu kommen. Mhm. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Julia Gwynn vergessen machen. Also für Julia Gwynn war auf jeden Fall eine super wichtige Rolle in der Mannschaft vorgesehen. War ein bisschen überspitzt formuliert, ne? Ja, ja. Also ich glaube auch, dass wirklich alle sehr froh sind, wenn sie wieder da ist. Aber im Moment können sie auf jeden Fall ganz gut ersetzen. Das denke ich schon. Ja. Ja. Wie schwer wiegt denn der Ausfall von Linda Dahlmann aus deiner Sicht? Das ist natürlich bitter. Also sie war ja zu dem Zeitpunkt, als sie ausgefallen ist, die Spielerin mit den meisten Torbeteiligungen. Mhm. Mittlerweile ist sie von Lea Schüller überholt worden. Aber klar, also sie fehlt natürlich extrem auch in so einem Spiel mit ihren Fähigkeiten im 1:1, mit ihren Pässen, mit ihrer eigenen Torgefahr. Aber andererseits ist natürlich auch, sind die Bayern-Frauen im offensiven Mittelfeld super besetzt. Also jetzt zum Beispiel eben, wenn Tyber Hansen hinten rechts verteidigt, ist Maxi Rall dann eine Option, vorne zu spielen. Sydney Lohmann kann reinkommen, Emily Laurent, Franziska Kett. Also da haben sie schon einige Optionen. Aber klar, also Linda Dahlmann fehlt auf jeden Fall sehr. Ja. Ja, dann könnte man noch über ganz viele andere sprechen. Du hast sie angesprochen, Franziska Kett, mhm. Für mich auch eine der Entdeckungen des Jahres natürlich, ja. Die sich da reingefuchst hat. Lohmann teilweise auf dem Flügel aufgestellt worden und dann vorne so ein bisschen in der Dreier-Offensiv-Mittelfeldkette rotiert. Also da gäbe es natürlich noch viel mehr, über die wir sprechen könnten. Aber eine ganz prägnante Position, und die gibt es halt eben auf beiden Seiten, ist die Doppel-6. Die ist eigentlich in Stein gemeißelt, sowohl bei Bayern als auch bei Wolfsburg. Wir haben Zadrazil und Stanway bei den Bayern und Oberdorf und Lattwein beim VfL Wolfsburg. Das ist sensationell, was da aufeinander trifft. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Trotzdem deine Einschätzung vielleicht. Welche Seite schätzt du stärker ein auf dieser Position? Das ist natürlich ganz schwer. Mhm. Also ich denke, da hängt es auch dann auf jeden Fall von der Tagesform ab. Aber also wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich das Spiel entscheiden. Also bei den Bayern-Frauen läuft über Zadrazil und Stanway, die erobern die Bälle, die schalten um. Das sind die Spielerinnen, die oft den Ball spielen, bevor eben das Tor vorbereitet wird, also den vorletzten Ball. Und wer sich da durchsetzt, das ist tatsächlich wahrscheinlich dann auch der Schlüssel für das Spiel. Und wenn tatsächlich Lena Oberdorf ausfallen sollte, wäre das natürlich sehr bitter für Wolfsburg. Und es wäre auch sehr schade für uns alle, also auf die Duelle zwischen Oberdorf und Stanway, da kann sich, glaube ich, jeder freuen. Ja. Ja, da trifft die ein und das, oder dieselbe Spielweise aufeinander. Die einmal die englische, einmal die deutsche, Oberdorf, Stanway. Ja. Da könnte es schon krachen. Ja. Genau.
Ja, wunderbar. Also wir sehen, du bist wirklich nah dran am FC Bayern. Du hast uns mal auch so ein bisschen auf den Stand gebracht. Jetzt möchte ich zum Schluss natürlich auch gerne eine Prognose von dir für dieses Spiel noch oder einen Tipp. Was denkst du? Wer hat die Nase vorn am Samstag? Ja, also wie wir gerade schon gesagt haben, das ist halt wirklich ein 50-50-Spiel. Und natürlich hängt es auch von Tagesform und von Spielglück ab. Aber klar, hier als Münchner Reporter tippe ich auf den FC Bayern und sage 2-1. Alles klar, nehmen wir so mit. Dann sage ich vielen Dank, Christian Stübe vom Münchner Merkur. Viel Spaß am Samstag. Gerne, danke dir. Dann freue ich mich jetzt auf die Wolfsburger Expertise. Von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung ist Andreas Pahlmann bei mir zu Gast im Talk. Hallo. Hallo. Ja, Topspiel am Wochenende. Wie ist die Stimmung beim VfL? Du bist nah dran, du beschäftigst dich jeden Tag mit der Mannschaft. Wie ist die Stimmung? Ja, sie ist natürlich wieder besser, als sie war nach der zwischenzeitlichen etwas überraschenden Niederlage gegen Hoffenheim. Die Ligaspiele danach gab es die erwartbaren klaren Siege. Ob das jetzt schon reicht, um festzustellen, okay, die Niederlage hat die Mannschaft nicht umgeworfen, ist schwer zu sagen, weil dazu waren die Gegnerinnen, die russischen Mannschaften in den beiden Spielen danach dann wohl auch nicht herausfordernd genug. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du das Gefühl, dass es einen kleinen Knick gegeben hat? Ja, entscheidender fast als die beiden Spiele danach war so ein bisschen die Stimmung in der Woche danach, wo man irgendwie relativ schnell gemerkt hat, nee, das ist jetzt nichts, was die Mannschaft umhaut. Das ist so ein bisschen unter dem Motto gewesen, wir wussten, dass es irgendwann passieren wird. Es war vielleicht der Zeitpunkt etwas überraschend. Es war auch überraschend, dass es in einem Heimspiel passiert ist. Davon muss man nicht unbedingt ausgehen. Aber es war relativ schnell so die Erkenntnis da, auch in der Gruppe wie auch im Trainerstab zu sagen, wir haben jetzt kein strukturelles Problem, sondern an dem Tag sind die Dinge schiefgelaufen. Die können wir feststellen, die können wir benennen und müssen uns eigentlich um das Grundsätzliche keine Sorgen machen. Es ist ja auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Davor sind alle Spiele gewonnen worden, einfach vom VfL Wolfsburg. Das war die erste Saisonniederlage. Allerdings muss man schon sagen, die Bayern kommen natürlich auch mit einem totalen Flow. Die haben nur gegen Wolfsburg verloren, dazu das Unentschieden gegen Frankfurt. Deswegen ist es ja jetzt so spannend. In diesem Kalenderjahr gab es für Bayern nur Siege, auch fast alle zu Null, nur gegen Frankfurt 2-1. Kommt dieses Spiel vielleicht für den VfL Wolfsburg zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt? Ich würde fast sagen, es ist im Gegensatz zu vielen anderen Spielen der letzten Jahre zwischen Wolfsburg und Bayern für beide ein ganz guter Zeitpunkt. Wir hatten zuletzt auch die Situation, dass es für die Bayern ein schlechter Zeitpunkt war, aufgrund von Verletzungssituationen. Jetzt haben wir eine Situation, wo es wirklich eigentlich zwei Mannschaften sind, die sich in einer sehr, sehr guten Form vor der entscheidenden Saisonphase befinden. Nehmen wir nochmal die Wolfsburger Niederlage raus, aber ansonsten war das ja alles durchaus überzeugende Auftritte. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist dieses Spiel besonders interessant. Nicht nur wegen der Tabellenkonstellation, die jetzt eben so ist, dass es einen Wechsel geben kann an der Spitze, sondern eben auch, weil wir zwei Mannschaften haben, die beide mit einem gut aufgestellten Kader, Bayern haben, glaube ich, immer noch ein paar mehr Ausfälle als die Wolfsburgerinnen, aber die mit einem gut aufgestellten Kader aufeinandertreffen, wo es eine echte Leistungsschau wird der beiden besten deutschen Mannschaften. Man sagt ja immer so, der Spruch kommt, glaube ich, aus dem US-Sport, die Offensive gewinnt die Spiele, die Defensive gewinnt die Meisterschaften. Die Bayern sind dieses Jahr total defensiv stark. Sie haben erst 4 Gegentore kassiert an den ersten 15 Spieltagen. Das ist schon ein Wahnsinnswert. Wie knackt der VfL Wolfsburg diese Bayern-Defensive am Samstag? Das wird ganz spannend zu beobachten, weil wenn der VfL Wolfsburg manchmal Schwierigkeiten hat, ganz spezifische Stärken in den Spielen auf den Platz zu bringen, weil er eben ganz oft gegen Mannschaften spielt, die sich relativ massiv hinten reinstellen, die mit Fünferketten operieren, die mit tiefem Mittelfeld rein operieren und wo dann zum Beispiel Geschwindigkeiten, wie eine Svenne Fjondot hier oder auch eine Jule Brandt auf den Flügeln haben, oft gar nicht so richtig zum Tragen kommen können. Gegen eine Mannschaft, die wie Bayern spielt und wie Bayern spielen kann, kannst du ein Spiel so angehen, dass du auch diese Räume erschaffst, um die Geschwindigkeiten auszunutzen? Das könnte eine Möglichkeit sein, für den VfL Wolfsburg diese Bayern-Defensive zu knacken. Dann gleich meine Anschlussfrage an dich. Du kennst dich blendend aus mit dem Wolfsburger Kader. Das ist eine Auswahl an Spielerinnen mit absoluter Weltklasse, mit absolutem Weltklasseniveau. Was wäre denn deine Aufstellung jetzt gegen die Bayern? Ui. Da müssen wir wirklich mal spontan Gedanken drüber machen. Ja. Also wir haben natürlich mit Marina Hegering und Dominik Janssen zwei Top-Innenverteidigerinnen. Mhm. Deswegen ist Kathi Hendrich da manchmal ein bisschen über. Die kann auf der rechten Seite spielen, hat das auch gemacht. Könnte eine gute Option sein. Ist so ein bisschen die Allzweckwaffe, oder? Sorry, wenn ich unterbreche. Ja, aber es ist ein bisschen nochmal eine Frage, wie man es angehen will. Ne? Wir haben die Niederländerin Lynn Wilms auf der Position, die vielleicht offensiv ein Tuck stärker ist. Kathi Hendrich ist vielleicht, gerade wenn es ins Positionsspiel geht, in der Defensive einen Tuck stärker. Ist eine Abwägungsgeschichte, was machst du da? Also links ist klar, Feli Rauch, rechts Kathi Hendrich oder Lynn Wilms. Mein Gefühl würde mir jetzt sagen, Kathi Hendrich gegen ihren Ex-Club.
Mittelfeld ist klar mit Lena Lattwein, da muss man gucken, drumherum. Auch eine Alexandra Popp könnte da eine Rolle spielen, gerade in der Position. Gerade auch, wenn es um Physis im Zentrum geht, um Kopfballstärke geht, um zweite Bälle geht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie in diesem Spiel mit Lena Lattwein die Doppel-Sechs bildet. Und vorne haben wir halt eine Eva Pajor, die zuletzt ein bisschen geschwächelt hat, was so ihre Torquote angeht in einigen Phasen, die aber in Topspielen immer da war. Also wir können festhalten, die Mannschaft ist wahnsinnig gut besetzt gegen Potsdam jetzt im letzten Spiel in der Bundesliga. Eine Anfangself mit absolutem Top-Niveau und dann kommen halt einfach mal Pop, Pajor und Brandt noch zusätzlich von der Bank. Was denkst du, kann diese Breite im Kader, diese top-besetzte Bank vielleicht dann auch am Ende des Tages dieses Spitzenspiel entscheiden am Samstag? Also die Breite des Kaders ist ein ganz großer Faktor natürlich für die Wolfsburgerin. Du hast es gerade eben schon gesagt, wer da auf der Bank saß, zum Beispiel gegen Potsdam. Und man muss dazu sagen, wenn man sich die Startelf angeguckt hat gegen Potsdam, hatte man bei keiner einzigen Position das Gefühl, da würde jetzt eine Ersatzspielerin spielen. Und du hast immer noch Bob, genau. Pajor, Wilms und Brandt auf der Bank. Also klar, ist natürlich ein Faktor, die Kaderbreite, wenn alle fit sind sowieso. In diesem einen Spiel am Samstag, da wird es dann vielleicht doch eher darauf ankommen, wer die individuelle Qualität besser auf den Platz bringen kann. Und das wird spannend zu beobachten sein. Welche Spielerinnen stechen denn für dich besonders raus in den letzten Wochen? Du beobachtest es ja die ganze Zeit, jedes Spiel. Hast du da ein, zwei Favoritinnen, wo du sagst, die haben in den letzten Wochen den Unterschied gemacht und könnten das vielleicht auch gegen die Bayern machen? Ich würde die Frage andersrum beantworten und nochmal auf Hoffenheim-Spiel zurückkommen, weil da hat Svenja Huth gefehlt, die gesperrt war. Ja. Und das hat man auch tatsächlich gemerkt. Das ist eine Spielerin, die in der Offensive sehr viel steuern kann, die mit ihrem Positionsspiel und auch mit ihrer Spielintelligenz sehr viel initiieren kann. Da hat man gemerkt, wenn die nicht da ist, von daher wichtige Spielerin auch für das Spiel am Samstag, dann wird natürlich die Rolle von Alex Popp wichtig sein. Inwieweit wird sie Torgefahr entwickeln können, wie weit wird sie anderweitig gebraucht. Und das ist natürlich in einem Spiel, das, wie ich erwarte, sehr physisch sein wird. Unter Umständen ein ganz großer Faktor, wenn man es schafft, eine Alex Popp auch wieder in Abschlusspositionen zu bringen. Lass uns nochmal kurz über den Trainer auch sprechen. Tommy Stroth, der hat ja, sagen wir mal, jetzt ein Dreivierteljahr lang eigentlich nur die totale Erfolgswelle gehabt. Also es war am Anfang eine kurze Zeit, als er kam, zu Beginn der letzten Saison, kurze Eingewöhnungsphase, so die erste Hinserie, mal so, nicht ganz so konstant. Seitdem ist es ja eigentlich absolut top gelaufen. Jetzt gab es diesen kleinen Knick mit dieser einen Niederlage, ist ja eigentlich auch Wahnsinn, dass man dann da so drüber spricht. Aber wie hast du ihn denn jetzt erlebt in den letzten ein, zwei Wochen vor diesem Topspiel? Ganz klar strukturiert, sehr fokussiert in seiner Arbeit, merkt sie von der Taktik bis hin zur Planung der Trainingswoche, bis hin auch zum Vorausschauen über das nächste Spiel hinaus, mit wie setze ich Spielerinnen ein, wer braucht Spielpraxis, wer braucht Schonung, immer mit einem ganz, ganz klaren, für die Spielerinnen auch sehr transparenten Plan und dadurch auch immer sehr in der Lage, sehr schnell auch zu reagieren in den Spielsituationen, Vereinsabstimmungen vorzunehmen. Wir hatten jetzt Situationen, da hat er Jule Brandt zentral begonnen, hinter der Spitze dann wieder auf außen gesetzt. Also ganz schnell situativ auch Sachen anzupassen in den Spielen. Und das gehört neben all den anderen Dingen, die wir gerade schon besprochen haben, auch ganz klar zu den großen Stärken dieser Mannschaft, dass der Trainer sehr genau weiß, wann, in welchem Moment er an welchem Faden ziehen muss. Also ich glaube, wir können festhalten, wir haben da ein Gigantentreffen am Samstag. Die Bayern super gut drauf, Wolfsburg jetzt, mein Gott, diese eine Niederlage, aber ansonsten eine perfekte Saison bisher. Deswegen zum Abschluss jetzt natürlich auch an dich meine Frage, wie ist deine Prognose für Samstag, wie ist dein Tipp für dieses Spiel? Ja, ich sehe mich da natürlich ein bisschen hier dem Wolfsburger Lokalkolorit verpflichtet. Natürlich. Deswegen tippe und hoffe ich mal auf ein spannendes Spiel, auf ein dramatisches Spiel und auf einen knappen Wolfsburger 2-1. Da gleichen sich deine Ansichten und die des Münchner Kollegen, so viel kann ich vorwegnehmen, schon mal relativ. Also nachvollziehbar. Absolut. Dann vielen Dank für die Einschätzung, Andreas Pahlmann von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung vor diesem Topspiel. Merci. Ich danke, sehr gerne. Danke. Aus den Katakomben kommt sie wieder zu uns hoch und das ist natürlich besonders wichtig jetzt vor diesem Topspiel Bayern gegen Wolfsburg. Katrin Lehmann, grüße dich. Hi, servus Martin. Schön, dass du mit dabei bist wieder. Ich nehme mal an, du bist genauso heiß wie wir alle auf dieses Spiel am Samstag. Worauf freust du dich denn am meisten? Boah, ich freue mich vor allen Dingen auf den großen Showdown zweier Weltstars. Ich freue mich auf das Duell Alexandra Popp, Saki Kumagai. Ich glaube, dass die zwei nochmal in einer ganz anderen Liga spielen als alle anderen Topstars schon. Aber ja? Saki Kumagai hat natürlich diese japanische
Perfektion, Präzision, die hat schon einen ganz großen Titel geholt, die weiß, wie das funktioniert. Und Alexandra Popp ist natürlich schon jemand, der auch diese Spiele entscheiden kann. Also ich freue mich eigentlich so mannschaftsübergreifend auf dieses hochkarätige Duell, auch wenn sie wahrscheinlich nicht permanent gegeneinander antreten werden. Und es kommt ja auch darauf an, ob Kumagai überhaupt in der Anfangsformation steht. Ich habe mit Christian Stübe vom Michener Merkur auch drüber gesprochen, über die Rolle von Kumagai. So ein bisschen hatten wir das Gefühl, dass sie ihren Zenit vielleicht auch schon ein bisschen überschritten hat, aber da bist du gar nicht der Meinung anscheinend, oder? Also du siehst sie nach wie vor auf absolutem Top-Niveau. Ich sehe sie deswegen auf absolutem Top-Niveau, weil dieses Spiel am Samstag wird im Kopf und im Herzen entschieden. Alle, die da auflaufen werden, sind fit, können Pässe spielen, Technik und Taktik par excellence. Aber es kommt auf diese Ruhe an, auf diese Momente der Entscheidung, die vielleicht jemand anders trifft oder ich kann sie lesen. Und deswegen denke ich, dass Kumagai jemand wäre, der eben genau diese Strategie führen kann, auch wenn sie vielleicht körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Aber wir stellen ja nicht auf. Aber für mich wäre das, also sind Popp und Kumagai die zwei, denke ich, die den Unterschied ausmachen können. Ja, du hast natürlich absolut recht. Sie ist eine Strategin und so und sie kennt solche Top-Spiele, also sie wird sich da zurechtfinden. Wenn sie von Anfang an spielt, dann schauen wir mal, was dieses Duell gibt. Dann haben wir natürlich noch Bombenduell auf den Sechserpositionen. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob Lena Oberdorf mit dabei ist oder nicht. Ansonsten wäre es halt Stanway, Sadrazil gegen Oberdorf und Latwein. Stanway muss ich eh sagen, für mich so einer der tollen Momente der Bayern in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ihr Tor gegen Turbine Potsdam, als sie da losgeht, 5-6 Leute stehen lässt und den dann reinschiebt. Also das ist schon internationale Klasse einfach, finde ich. Sie ist ja auch Europameisterin. Was macht das mit einem VfL Wolfsburg, wenn er sieht, oh, da ist jetzt so eine Spielerin dabei, die theoretisch so ein Ding auch mal ganz alleine entscheiden kann? Naja, also wenn man den Titel holen will, dann freut man sich eben genau auf diese Duelle. Dass man genau diese Duelle auf Augenhöhe haben will und sagt, hey Stanway, los, marschier mal, zeig mal, was du kannst. Also das werden, ich glaube ich, auch wahnsinnige Zweikämpfe. Ich hoffe, dass Oberdorf fit ist, weil das ist ein Spiel für sie. Also ich würde mich nicht, es würde mich nicht überraschen, wenn Stanway und Oberdorf da in dem Mittelfeld, also sich fast schon eine Schlacht liefern würden, wenn hoffentlich Oberdorf fit ist. Ja, man hat eh das Gefühl, so der VfL Wolfsburg liebt solche Situationen ja auch. Ne? Jetzt haben sie die Niederlage gegen Hoffenheim, stehen jetzt so ein bisschen unter Druck dann in Anführungsstrichen. Klar, sie sind immer noch 2 Punkte vorne, aber es gab ja auch dieses Duell gegen Frankfurt vor der Winterpause, als die Eintracht schon relativ forsch sich geäußert hat und dann haben sie einfach mal 5-0 weggebügelt. Für dich auch so ein typischer Wolfsburg-Moment gewesen, dieses Spiel? Also ich fand dieses Statement gnadenlos klar. Das ist schon mal schnell, Leute, ich zeige euch mal, wo der Bartel der Most holt, ja. Also das war schon ein sehr schönes Statement, muss man sagen. Aber ich finde das eigentlich spannend, dass du bei Wolfsburg, den Wolfsburg-Moment ist bei dir so der Team-Moment, dieses 5-0. Und jetzt bei Bayern, dein Bayern-Moment hast du beschrieben, dass es Stanway ist. Würdest du das so, du hast ja viele Spiele gesehen auch, würdest du das so unterstreichen? Ist bei Wolfsburg das Team und bei Bayern eher Stanway? Würde ich jetzt so nicht sagen. Also beide sind sie natürlich individuell super gut gespickt mit Weltklasse-Spielerinnen. Deswegen, ich habe auch von Christian Stübe erfahren, dass bei den Bayern die Teammoral und das Teamgefüge sensationell gut sein muss. Also die verstehen sich auch, würde ich jetzt dann gar nicht so drauf runterbrechen. Also ich glaube, sie haben beide diese Teammomente, sie haben aber auch beide halt eben diese individuelle Klasse. Wen siehst du vielleicht bei Wolfsburg noch, außer Popp, so in dieser Position jetzt dann bei diesem Topspiel vorne wegzugehen? Ja, also Marina Hegering, die wird sich mit Lea Schüller und Clara Bühl beschäftigen müssen. Also das sind zwei Kraftpakete, kann man sagen, Marina Hegering und Clara Bühl, das sind ja wirklich also durchtrainierte Maschinen, die da auch sehr smart auf dem Platz agieren. Und Lea Schüller ist ja mehr so die quirlige Künstlerin, die ganz frech immer wieder Laufwege anzieht. Also ich denke, Marina Hegering wird einiges zu tun haben. Und ich glaube auch, dass Sadrazil wieder mal so richtig zeigen muss und kann, was sie eigentlich alles nicht nur abräumt, sondern eben so, sie ist so schnell bei Ballgewinn, wie sie sofort wieder etwas lancieren kann. Und das wird, glaube ich, schon eine sehr
entscheidende Situation sein. Ich glaube, beide Torhüterinnen werden unglaublich viel zu tun haben. Weniger mit Glanzparaden, aber viel mehr fußballerische Momente lösen müssen. Ich glaube, das wird sicherlich auch noch etwas sein, was sehr entscheidend sein wird diesen Samstag. Also ich erwarte generell eigentlich ein sehr spielfreudiges Spiel. Also ich denke nicht, es wird ein taktisches Geschiebe, sondern es wird ein Achtung, fertig, los. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite wieder diese Wahnsinnsdefensive von Bayern in dieser Saison. Erst 4 Gegentore kassiert, ist ja ein Irrsinn eigentlich. 2 gegen Wolfsburg und dann noch 2 weitere. Das ist, im Grunde gab es jemals schon mal so eine Situation von einem Topspiel, wo beide Mannschaften, wo man eigentlich sagen muss, beide Mannschaften sind am obersten Limit aktuell. Also ich kann mich nicht erinnern und deswegen freue ich mich umso mehr. Ja. Und was ich eben auch sehr spannend finde, ist, wer hat die Lufthoheit? Ja, man hat ja gesehen, wie viele Kopfballtore Wolfsburg erzielt hat und auch dieses zweite Tor gegen Leverkusen. Ein Bilderbuchangriff über rechts und dann kommt Alexandra Popp mit aller Wucht von hinten rangeflogen und hämmert das Ding rein. Also diese Lufthoheit, man kann eigentlich sagen, das Spiel am Samstag wird dreckig am Boden und künstlerisch in der Luft entschieden. Alles normal hin- und hergeschiebe, das wird es nicht geben. Darauf zählen wir, da hoffen wir sehr drauf, dass das genau so stattfinden wird. Jetzt zum Schluss kommst du natürlich nicht aus. Was ist dein Tipp? Was denkst du? Wie geht's aus? Wer hat die Nase vorne bei diesen beiden Spitzenmannschaften? Ich sage, es gibt ein 3-3. Was das für die Tabelle bedeutet, kann jede und jeder selber ausrechnen. Es wird torreich und dramatisch. Geil, das wünschen wir uns alle. Das hoffen wir sehr. Dein Wort in Gottes Ohr, in Fußball Gottes Ohr, liebe Katrin. Aus den Katakomben wieder zu uns hochgekommen, auch vor dem Topspiel Bayern gegen Wolfsburg. Danke dir. Ich danke dir und viel Spaß jetzt schon bei diesem Kracher. Ich denke, wir sind jetzt gut informiert für dieses Spiel am Samstag. Der FC Bayern empfängt den VfL Wolfsburg, der Zweite empfängt den Ersten. 2 Punkte trennen beide Mannschaften, das heißt, die Bayern könnten mit einem Sieg vorbei. Mehr geht nicht. Seid unbedingt mit dabei, da würden wir uns sehr freuen. Um 17:30 beginnt unsere Übertragung bereits am Samstag. 25 Minuten Vorberichterstattung für euch mit unserem Moderator Simon Köpfer live vor Ort. 17:55 ist dann Anstoß. Wenn ihr einschaltet, dann bereut ihr es, glaube ich, nichts, denn ja, da kommt dann alles zusammen. Da geht es dann um die großen Pötte am Samstag in diesem Topspiel. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei dieser Ausgabe FFBL der Talk und viel Spaß am Samstag bei Bayern gegen Wolfsburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.